Moin Moin. Ich nehme euch ein bisschen mit euch Ziele. Ja, hier sieht es gerade ein bisschen chaotisch aus. Hier wird gerade überall gebaut. Aber so ein paar Geschäfte sind schon offen. Aber das sieht noch ein bisschen zerfröchelt aus. Ja, die bauen alle nach demselben Baustil hier. Das ist ein bisschen wie Kumpkö. Vor 10 Jahren haben sie es auch versucht. Mal gucken, ob das hier besser klappt. Dann nehme ich mal mit. Hier geht es zum Hafen. Und hier oben geht es Richtung Amphitheater. Hier ist schon fertig. Noch ein bisschen zerfurcht hier, also wie aus. Mal sehen, ob sie das hier fertig kriegen im Sommer. Kommen überall so Glasböden hin. Und unten drunter kann man sich die Dings anschauen. Aber dafür sieht man jetzt endlich mal die Rückseite vom Apollo-Tempel. Ja, seht, schöne Baustelle. Hier oben ist eine Moschee. Und es wird kräftig gebaut. Ja. Einige Geschäfte sind offen. Einige wollen mal irgendwann öffnen. Hey, das ist echt total zerbombt hier, ne? Sieht aus wie im Kriegsgebiet. Ja. Aber es wird langsam. Mein Holz auch. Wird überall gedackelt. Und die werden alle so nach dem Stil hier so gebaut, mit dem Medusa. Ja. Oh. Könnt ihr euch ein bisschen gucken. Hier wird die Antike gerade freigelegt. Ja, da sieht man, das wird nachher so mit Glasböden überzogen. Ja, hier sieht man mal so, was so die Byzantiner hier in Ziele gemacht haben. Und jetzt sieht man noch so ein bisschen hier die Antike, die man vorher, die war total verbaut. Aber es sieht noch echt chaotisch aus hier. Ne? Muss ich wirklich sagen. Ja, aber ich gehe von außen, hier kommen immer so Glasböden hinter. Und man sieht, die Dinger werden hier gerade entkernt und neu renoviert. Das ist so ein bisschen hier so der Stil, der dann kommt. Ja, nehme ich mal ein bisschen mit hier. Und jetzt gehen wir zu meinem Lieblingsplatz Richtung Hafen. Da ist es richtig schön. Ja, hier gibt es ein bisschen türkischen Honig. Sonnenbrillen. Und jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Hafen. Da kommt die Sonne so ein bisschen. Für den, der es ein bisschen Blinker haben will. Gold und Silber hier in der Türkei. Einfach mal gut zu kaufen. Geht ruhig mal rein. Lasst euch mal ein bisschen was zeigen. Jetzt sind wir am Hafen innen. Schubutzer hat gerade Pause. Jetzt gehen wir Richtung Schiffe.
Gewürze. Man sieht aus, noch relativ kalt hier. Wir haben heute so 13 Grad ungefähr. Aber trotzdem schön hier rumzulaufen. Danke. Nachher. Ja. Ja, genau. Ja. Darf ich dir auf ein Video aufnehmen? Ja. Genau. Das ist hier ein schönes Restaurant direkt am Hafen. Ja, schaut euch das mal an. Hier kann man total toll sitzen. Ist im Moment noch ein bisschen kühl, aber ne, das ist hier ein toller Ausblick Richtung Hafen. Ja, und hier könnt ihr abends schön die Sonne untergehen lassen. Ja, das ist also richtig, richtig cool hier. Ja, und ihr kommt jetzt praktisch direkt von der Altstadt hier runter. Ja, hier geht es also den Weg runter. Und dann habt ihr direkt am Hafen hier, habt ein schönes Restaurant mit schönen Außenplätzen. Ja, und natürlich auch ganz günstige Preise. Wir sind hoch der Preise, aber ja, sie haben alles beste Qualität. Keine dritte oder vierte Qualität. Okay, ja, also ihr habt gute Qualität. Fisch, tagesfrisches. Guck mal, Sie können nicht überall essen, tagesfrisches. Oh, cool. Fleisch, ja, wir haben drinnen, Sie können gucken, 3H-Buffet. Ah, oh, cool. Ja, ja, alles, ich mach selber. Wir schneiden, wie viel möchte, so Holzkollege gibt es. Ja. Typisch türkisch Essen, Kebabs, alles. Sehr gut. Ja. Ja. Ne? Also auf alle Fälle hier mal herkommen, ja, gemütlich mal hier essen gehen. Tolle Qualität, ganz toller Fisch. Und nehmt es einfach mal wahr. Ja. Nett. Ciao. Sehr gerne. Ne, das habt ihr auch mal wieder. Die haben hier so, was soll ich sagen, so immer Leute, die dann ein bisschen Werbung für machen. Und geht ruhig mal rein. Ja, die beißen nicht. Aber fragt vorher nach den Preisen. Das kann ich euch immer empfehlen. Weil das ist immer so eine Sache. Wird manchmal selbst verhandelt. Kann man so ein bisschen den Hafen sehen. Hier liegen normalerweise auch die Piratenboote. Ja, im Moment gibt es nur eins. Ist noch Vorsaison. Und ist noch nicht so voll. Wie ihr seht, es ist noch sehr wenig los. Das Geschäft hier finde ich total geil. Ja, der hat so, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger? Windfang, Traumfänger. Ja, und so ein bisschen tropischen Moppitz. Ja, aber wirklich schön. Können wir mal kurz reingucken. Da sieht man es ein bisschen. Richtig cool. Und auch schön, hier könnt ihr direkt am Hafen sitzen. Bitte schön. Ist im Sommer. Richtig cool. Und jetzt gehen wir Richtung Apollo-Tempel. Hier ist das Liemann. Ihr habt da abends so Live-Musik. Hier gibt es ein bisschen auch Party. Ja, ist noch nicht völlig ausgestattet. Normalerweise stehen hier auch so Sitze. Aber kommt wahrscheinlich noch. Ist noch ein bisschen früh in der Saison. Ja, aber der hat ja richtig viel gemacht. Ja, und der hat ja so eine Party-Location. Der könnte da gut einen Cocktail trinken. Oder mal ein Bierchen. Die türkischen Flaggen sind auch neu, ne? Oder hatten wir die vorher? Haben wir gerade gesehen, hier vorne am Hafeneingang haben sie jetzt zwei Flaggen aufgestellt. Die waren letztes Jahr noch nicht da. Ja. So, und jetzt geht er zum richtig geilen Platz. Wenn ihr hier euch den Sonnenaufgang oder Untergang anschauen wollt, das ist richtig cool. Die meisten kennen es, Apollo-Tempel. Das
Ist immer noch Baustelle, ne? Mal gespannt, wann die hier mal fertig werden. Aber es wird immer mehr. Und wir gucken mal über den Zaun. Hier wird immer was reingebaut. Und irgendwann habe ich mal eröffnet. Aber richtig cooler Platz hier. Und immer wieder ein Fotomotiv, ne? Hier ist, glaube ich, das meistgeknipste Ding in ganz CD. Ja. Nehme ich mal mit. Schwenkt noch ein bisschen. So sieht das aus. Ja, und hier auf dem Platz immer wir wieder. Wir machen neue. Du machst neue? Ja, ja. Wir machen rechts aber. Sieht gut aus, ja? Ja. Das sind ja alt. Ja, genau. Kommen neue. Ja. Die hier vorne aufgebaut werden oder so? Ja. Wir stellen die Original da rechte Seite. Wir stellen ja. Da. Wir machen innere Seite metallstabilisierten fest. Ah, okay. 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 Ja. Cool. Wann geht das los? Dieses Jahr oder? September, Oktober. September, Oktober. Ja, okay. Und das ist die Apollo und die Athene. Ja. Genau. Da haben wir Mosaiken. Mhm. Und da haben wir die Kirche sogar. Das ist die Kirche hier? Basilika. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich noch nicht. Ja. Ah, okay. Doch, das hier was sind die? Rechts ist die Kapelle. Ja, ja, genau. Aber dass das Basilika ist, wusste ich nicht. Das ist. Doch, das hier was sind die Kirche. Ah, cool. Ja. Da haben wir Mosaiken am Boden von uns zeigen. Ja, gerne. Gerne. Was machen Sie auch noch? Ja, ist ein Video. Ist auf YouTube. Ja, und ich zeig den Leuten so ein bisschen die Ziele. Chef, mach's ab. Wo ich Ihnen erklären will, das bleibt unter uns. Ja, aber wir wollten eigentlich ein bisschen filmen. Also, ne? Ja. Aber trotzdem vielen Dank. Ja. Bleiben Sie gesund. Danke ebenso. Tschüss. Ja. So Leute, das habt ihr auch. Ja, der wollte jetzt ein bisschen Geld verdienen, aber da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Hier sieht man das ein bisschen, wie das vorher aussah. Darf ich mal ein bisschen angucken hier. Das ist ein kleiner Ausstellungskasten. Und jetzt kommt er hier auf die andere Seite. Und hier habt ihr einen ganz tollen Ausblick. Ja. Hier sieht man das ein bisschen, das ist der alte Hafen. Ja. Und da habt ihr so wirklich natürliches Gebiet, so sah das früher hier aus. Andere Seite haben sie auch neu gemacht. Hier war früher mal der Schildkröten drin, ne? Oder Schildkröten oder Papageien, das weiß ich auch nicht mehr. Schildkröten, ne? Das heißt, wenn ihr hier lang gegangen seid, habt ihr erstmal eine Schildkröte in der Hand gedrückt gekriegt. Der scheint jetzt hier irgendwie nicht mehr zu sein. Aber es ist echt cool. Das ist auch so schöne. Schöne Sachen hier. Ja. Nimm mal einen mit, bitte. Israel. Ja. Ja. Das ist eine deutsche Firma. Kann man sehr gut trinken, essen, kommen. Freitag, wir haben Live-Musik auch hier. Freitag ist Live-Musik? Ja. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen Live-Musik zu sehen. Ja, wenn Wetter gut. Ja, ist klar. Kann man nicht lügen. Ja. Aber wenn seid dann, dann ja. Trinken, eine Kaffee mit Schmerz. Gute Bohnen kann man. Schaut euch das an, sitzt direkt am Meer. Ja. Ich filme ein bisschen. Hast du Filme hier? Ja, genau. Ja, gerne. Oder Rockmusik spielen. Ja, okay. Ja. Und die machen ja so Live-Musik. DJ sehe ich hier. Ja, und direkt am Amphitheater. Total cool. Ja, und gleich gegenüber habt ihr das Meer. Dann habt ihr keine Seite jetzt. Nicht. Wir melden uns. Ja. Aber immer wir sind noch ein bisschen hier. Ja.
Können spüren. Wir filmen noch ein bisschen. Ja, danke. Schön gemacht hier, ne? Ja. Ihr habt auch das passende Motorrad dazu. Ja. Easy Rider. Und jetzt geht's weiter. So, das ist jetzt praktisch die andere Seite auf Siedel. Jetzt haben sie hier alles leer geräumt. Chef, Sie sind meine. Trotzdem danke. Nein, nein, nein. Doch, doch. So, ihr habt ja schön die Ruinen hier. Ja. Das haben sie jetzt alles freigelegt hier. Und einfach mal die Aussicht genießen. Jetzt kommt das mal. Schöne Pfeile. Und weiter geht's. So, und hier sieht man es wieder, wird kräftig gebaut. Auch hier legen sie gerade die. Sieht so aus, als wenn sie Ruinen hier freilegen. Ja. Total cool. Oder wenn ihr mal Bock auf einen Kaffee habt. Ja, cooles Restaurant, direkt am Meer. Alles gut? Ja. Alles gut. Hallo. Ja. Ja. Auch gut. Keine Putin, dann ist besser, aber Putin, wir haben Putin. Ja, hier habt ihr aber so kleine Läden. Seht, das ist jetzt überall gleich. Calypso heißt das hier. Und jetzt kommen wir wieder zur Baustelle. Man sieht, hier wird irgendwie alles umgebaut. Ja, ich zeig euch das mal. Ja, hier waren so Geschäfte normalerweise vorher. Waren. Und die werden jetzt alle so im gleichen Stil hier aufgestellt. Und überall wird gebaut. Ja, ein bisschen was hat noch zu. Vieles schon offen hier. Ja, viele Baustellen dabei. Ja, ja, viele Baustellen. Ja, aber ne, wird schön. Also ich hoffe. Oh ja, es wird sehr schön alles. Ja, da war. Ne, ja. Aber viel Arbeit, oder? Schöne Halbinsel. Ja. Wir sind jetzt hier. So Beach, Promenadeweg. Ja, okay. Apollo Tempel. Das ist türkische Siedel. Ja. Dies Jahr viel Baustelle. Viele Baustellen. Die waren spät. Ja. Ja. Weil schaffen die das noch bis zum Sommer? Der Vertrag war bis Silvester. Ah, okay. Normalerweise, die hätten während der Corona-Zeit machen können alles. Ja, ja, genau. Und heute wäre alles richtig fertig. Ja. Jetzt kommen die ganzen Touristen, jetzt haben die kaputt gemacht. Es ist alles neu. Schön. Ja, aber wird neu und schön. Ja, hoffen wir. Ja. Das ist türkische Siedel, so. Ja. Türkisch. Aber es gibt auch eine römische Stadt. Ja, wissen wir. Darunter. Ja. Ne? Das können Sie fotografieren mit Ihrer Frau. Wir filmen ein bisschen. Wir filmen ein bisschen. Ja, wir zeigen so ein bisschen, was hier so ist in Sido. Mal gucken. Ja. Ja, wir gehen es einfach hier runter. Ja. Oben gleich vorne ist ein schöner Blick, Panorama. Von oben, Natur, können Sie alles sehen. Traumschön. Ja. Ich schlage Sie vor. Nee, wir gehen einfach ein bisschen filmen. Ja, ist total lieb, aber. Ne, kein Problem. Ja. Dankeschön. Ja. Ich wünsche Sie zwei schöne Tage. Dankeschön. Ja. Aber und ich würde Ihre Stelle geradeaus rechts bleiben. Römische Stadt. Vielen Dank. Ja. Schönen Tag. Dann können Sie schöne Fotos machen. So, hier sieht man ein bisschen, was so freigelegt ist hier. Da waren früher überall Häuser. Ja, und da ist jetzt ganz, ganz viel abgerissen. So, warten wir ein bisschen. Der verfolgt uns schon die ganze Zeit. Ja. Wenn ihr mal so angesprochen werdet, kleiner Tipp von mir, ja, die wollen einfach ein bisschen Geld verdienen, die wollen euch ein bisschen hier durch die Stadt führen. Und wenn ihr es unbedingt haben wollt, dann geht mal zu meinem Kumpel Joe. Ja, der macht mit euch eine richtige Stadtführung. Der hat ein eigenes Reisebüro, ja, das nennt sich TJ Tours.
Ja, und wenn ihr wirklich mal genau wissen wollt, was so hinter so ein Tempeln ist oder hinter ein Dings, dann klingelt den einfach mal an. Ja, findet ihr auf der Webseite bei mir. Da seid ihr besser aufgehoben, als wenn ihr so rumlauft. Den nehmen wir auch für Flughafentransfer. Ja, und der ist jetzt zuverlässig. Und mit dem könnt ihr hier eine schöne private Stadtführung machen. Und da habt ihr viel mehr von, als wenn ihr hier mit so einem Bauaufhänger durch die Gegend läuft. Ja, ihr habt es zweimal jetzt schon gemerkt. Der erste wollte erstmal einen Preis ausmachen. Und der zweite hat es jetzt auch versucht. Der ist uns die ganze Zeit schon gefolgt hier. Aber so ist das halt. So, und jetzt kommen wir auch wieder so ein bisschen auf die andere Seite. Kann ich euch auch mal zeigen. Das ist die andere Seite der Halbinsel. Und hier hinten sind auch ganz viele, viele Hotels. Und das ist auch mal eine Reise wert. Ja, das ist die andere Seite von Zile. Sieht so ein bisschen unscheinbar aus. Ja, ihr habt noch so ein bisschen Green zwischendurch. Und da hinten, so ein bisschen am Horizont, sieht man das hoffentlich ganz gut. Weil ich mache mal ein bisschen größer. Ja, hier hinten sind noch eine ganze Ecke von Hotels versteckt. Auch sehr schön. Ja, allerdings ein bisschen abgelegener. Ja, da habt ihr nicht ganz so viele Einrufsmöglichkeiten wie hier. Aber dafür trotzdem ganz nett. Ja, und ihr habt da so eine Tourbucht. Ja, und hier sind die Einheimischen auch mal abends. Ja, und machen hier so ein bisschen. Bisschen Party. So, dann nehme ich euch wieder mit. Ja, ihr findet auch nochmal die Ruinen. Und ihr seht, hier ist alles ein bisschen abgesperrt. Und wenn man hier mal so einen Blick reinwirft, ist egal, wo die hier graben. Ja, dann kommt die Antike wieder raus. Ja, und das wird normalerweise mit so einem Glasboden überzogen. Und dann kann man darauf ja, rumgehen und sich das Ganze so ein bisschen anschauen. Aber wie gesagt, lasst euch nicht irgendwo anquatschen. Nehmt euch einen guten Reiseführer, der euch ein bisschen hier durch die Stadt führt. Da habt ihr mehr davon. Und die nehmen, ja, normale Preise. Ja. So, jetzt kommt auch die Sonne raus. Die hatten wir heute Morgen nicht. Jetzt wird es langsam wärmer hier. Und ihr seht, immer schön, ja, hier standen überall vorher Häuser, einfach mal weggerissen, wird neu gebaut. Über so nette Plätze, nehmt euch mal einen Tee, setzt euch einfach mal hin. Ja, und da sieht man auch schön, ja, die Ruinen, einfach mal hochgehen, mal angucken, wenn ihr Interesse daran habt. Oder einfach weitergehen, bis ihr ein paar schöne Aufnahmen habt. Ja, da ist er schon wieder. Ja, schaut euch das wirklich mal an. Das ist echt cool hier. Und wo wir jetzt gerade herkommen, vom Apollo-Tempel. Wie gesagt, habt ihr einen tollen Sonnenuntergang. Da einfach mal schauen. Und hier sind immer so kleine, ja, wie soll ich sagen, so kleine Cabanas, hätte ich jetzt fast gesagt, wo man einfach nochmal den Abend so ein bisschen ausstellen kann. Und hier waren früher immer so Häuser, war alles zugebaut. Jetzt haben wir hier einen super Ausblick. Und wenn das hier mal fertig ist, dann wird das richtig cool. Ah, guck mal, hier haben sie jetzt auch einen neuen, war das ein Tempel oder was? Guck mal, das ist neu. Das war letztes Mal noch nicht, ne? Ja, hier bauen sie auch so Säulen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie auch, denke ich, irgendwo entweder über, mit Glas oder mit einem Restaurant oben drauf gebaut. Aber das ist ganz cool. Ja, und ihr seht, das ist immer derselbe Stil. Das heißt, der ganze Stil wird jetzt alles in diesem Stil neu gebaut und neu überdacht, aber
große Baustelle. Das ist, glaube ich, noch nett gesagt, ne? Wir gehen davon aus, dass, was jetzt hier noch steht, wahrscheinlich im nächsten Jahr dann den Bagger zum Opfer fällt, so dass dann irgendwann überall dasselbe hier entstehen wird. Ja, aber noch viele, viele, viele Baustellen. Das ist vielleicht ganz nett. So sah das Silo mal aus. Ja, und hier seht ihr mal so ein Bild von vom alten Silo. Ja, und ihr seht, wir sind von den ganz vielen Baustellen vorbeigegangen und wir sind jetzt so ungefähr hier. Ja, und wir gehen davon aus, dass hier noch mehr kommt. Aber einfach mal spazieren gehen, Sonne genießen. Ja. Schritt erzählen wie meine Frau. Bisschen Schmuck angucken. Ja, die haben ja so nette Andenken, wenn ihr wollt. Ja, und für die, die ein bisschen Geld über haben, kannst du die hier auch kaufen oder mieten. Ist auch direkt am Strand. Ist cool. Und so kann man sich dann hier ein bisschen auch niederlassen. Guck mal, da unten haben sie jetzt. Danke. Das ist auch neu hier, ne? Oder? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber so nette Restaurants hier mit Mehrblick zulagen, ist das? Kenne ich noch nicht. Und jetzt gehen wir praktisch hier wieder über in die Antike. Ihr seht, so das eine oder andere ist noch ein bisschen kaputt, aber so nach und nach wird das immer mehr repariert hier. Und irgendwann wird das hier wahrscheinlich auch wieder richtig schön sein. Wollen wir da hinten mal runter? Nein? So, jetzt gehen wir ein bisschen durch die Schleichwege hier. Jetzt kommst du hier Richtung Amphitheater. Das ist oben so der Kopf von Ziele. Und hier habt ihr noch so, ja, gute alte türkische Straßen. Zeig euch das mal. Ja, das ist richtig cool. So sah das ja früher aus. Da oben. Ja, so sah das früher aus. Und hier ist abends ein bisschen gruselig, wenn man lang geht. Ja, aber keine Angst. Sind wir schon öfters. Und bis jetzt hat uns keiner weggefangen. Ja. Hallo Türkei! Ich will nicht rechts. Ja. Und wie gesagt, hier ist überall, wo du buddelst, ja, hast du hier die Römer oder Byzantiner. Und deswegen versuchen sie das jetzt wieder ein bisschen herzustellen. Nicht erschrecken, wenn das ein bisschen zusammengefallen ist hier. Das ist einfach, ja, das ist, was haben sie gesagt, 2500 Jahre und da passiert das schon mal, aber die versuchen das ja nicht gut in den Stand zu halten, so dass es nach und nach wieder so ein bisschen zusammengebaut wird und geht einfach mal rein, ist cool. Kann man hier verbinden mit dem Museum.
Ja, jetzt sind wir hier ein bisschen am Zusammengefallen. Ich zeige euch gleich ein bisschen schönere Stellen. Guck mal, die puzzeln da, ne? Sind das so Krüge? Ja, ja. Film mal. Sieht so aus, als wenn sie hier gerade so Krüge oder so alte, antike Sachen zusammensetzen. Ich hoffe, man sieht das. Ja. Scheint irgendwie ein Stück vom Museum zu sein oder so. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, und weiter geht's. Hier ein toller Torbogen. Und wenn ihr da durch seid, dann seid ihr am Kopf von Ziele. Was haben sie gesagt? Hallo, Tag. So, das ist jetzt hier, wo man normalerweise auf dem Dolmisch aussteigt. Ist noch einmal um die Ecke. Vorher so ein riesen Parkplatz, den haben sie jetzt weggenommen. Und eigentlich fahren auch die Reisebusse hier nicht mehr durch. Madonna. Ja, da ist ein schöner Park hier hingebaut. Früher konntest du mit dem Auto bis nach Ziele hochfahren und da parken, das ist nicht mehr. Das kannst du oben nur auf dem Dolmusch-Parkplatz. Da lang oder hier runter? Ja. Du siehst, es sind nur noch ein paar Taxis, die hier parken dürfen. Und jetzt sind wir praktisch am Eingang von Ziele. Und hier kannst du überall runtergehen. Das sind die ganzen Einkaufsstraßen. So, jetzt kommt der Patsch zum anderen Seite vom Amphitheater. Hier mit diesem Zug fahren, ja, hier kommt er jetzt praktisch raus, hier wird gewendet. Im Moment sind ja so kleine Golfcars hier, ja, die werden dieses Jahr scheinbar mehr benutzt, ja, und diese Golfcars fahren die auch praktisch bis zum Dolmusch-Bahnhof wieder zurück, ja, und dann kostet glaube ich 4 Euro, ja, wenn man das macht, ja, und ist eine coole Sache, ja, und hier seht ihr überall hinten, wenn es praktisch die Ruinen rausgepult. Und ich zeig euch mal so einen Glasboden, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Ja, wir gehen da mal drauf. Also braucht ihr ohne Angst, ja, wenn man da so drauf geht. Ja, da ist ein bisschen beschlagen. Da hier überall so kleine Kolonien drin. Ja, und direkt dahinter habt ihr so einige Geschäfte. Und jetzt sind wir praktisch einmal rumgegangen, dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Aber jetzt kommen wir zu mir. Ja. Und hier geht es jetzt runter wieder Richtung Strand. Jetzt laufen wir praktisch da wieder runter, wo wir hochgekommen sind. Ja, hier sieht man es, das war praktisch der Eingang. Wollen wir hinten nochmal rum oder? Ja. Und hier läuft man jetzt wieder Richtung Hafen runter. Und überall so kleine schicke Bars hier. Könnt ihr schön was trinken. Ja, er hat ja sogar Becks. Sehe ich gerade einen schönen Kaffee. Und ich zeige euch das mal die Baustellen, mal nicht. Sonst habt ihr keine Obstsorte mehr. Das sieht hier aus wie in der Ukraine. Wenn du mich fragst. Ja, aber guck mal, die bauen da auch so neue Dinger. Wollen wir da hinten lang? Ja. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Richtung Gendarmerie. Hafen haben wir schon gezeigt. Mal gucken, wie es hier so aussieht.
Zimmer fertig. Aber ein Teil auch noch nicht. Bin mal gespannt, wenn das hier fertig ist, wie das aussieht. Für den, der lange nicht da war, komm, wir gehen hier runter. Ja. Das ist vielleicht mal ganz cool, mal zu sehen, was sich hier so verändert hat. So ein paar sind schon in dem Stil gebaut. Ja. Und so kleine Eiscafés. Ja. Kleine Läden, hallo. Klamotten vielleicht, Chef? Danke. Und hier sind schon die Glasböden schon fertig. Ja, ist noch ein bisschen nass heute. Sonst wollte ich nochmal drüber laufen, aber ich denke, das macht heute keinen Sinn. Das sind noch so die alten Gebäude hier. Ich denke, die werden auch mal auch hier mit dem Erdboden gleich gemacht. Oder so nach dem Stil wieder umgebaut. Hallo, danke. Ja, der steht schon ein bisschen länger, der hier. Ja. Ich bin wirklich mal gespannt, ob der zur Hochsaison, wir kommen im Mai wieder, wie das dann aussieht, ob das auch genauso aussieht oder ob die schon ein bisschen weitergekommen sind hier. Ja. Aber was cool ist, ja, als Beispiel, hier habt ihr diese Glasböden, da könnt ihr drauf sitzen. Ja, und das wird abends beleuchtet. Und das ist bestimmt cool, wenn ihr euch das auch nicht mal anschaut. Das ist wirklich jede Ecke, die hier gerade gebohrt und geschraubt wird. Ein paar sind schon fertig. Hier waren früher auch die Geschäfte direkt von der Straße. Das sieht schon ganz gut aus. Da bauen sie gerade. Und hier kommt er jetzt wieder zum Hafen mit den geilen Restaurants. Und dann nehme ich noch mal bis zum Restaurant mit. Ich kriege vom vielen Sabbeln mittlerweile schon einen trockenen Mund. Ich werde gleich mal einen schönen türkischen Tee trinken, glaube ich. Und lassen den Abend so ein bisschen ausklingen. Wirklich überall hat geklopft, gehämmert, gebohrt und so weiter. Ja. Hier bin ich ein bisschen traurig, hier war so ein geiler Uhrenladen drin. Hier sind wir ganz gerne hingegangen. Der hatte so richtig tolle Uhren, aber der ist leider verschwunden. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. War wahrscheinlich ein bisschen teuer hier die Miete. Ja. So, jetzt können wir noch mal gucken. Ja, so sieht das nachher aus. Ja, und von da sind wir jetzt gerade gekommen. Und hier habt ihr aber so kleine Restaurants. Ja, überall mit Glasboden. Ja, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wenn ihr hier so drüber geht. Hier unter sind jetzt praktisch die Ruinen. Ja, da könnt ihr so drüber laufen. Ja, und dann habt ihr hier überall so kleine, schicke, nette Restaurants direkt am Meer. Und da kann man halt total geil essen gehen. So, jetzt gehen wir weiter Richtung Hafen. Klamotten gehen ohne Ende. Hier wird noch gebaut. Ach, guck mal, da ist der jetzt da hinten. Ne? Kann das sein? Ist das der gewesen? Ist der nicht Kartei? Ne. Gute Sachen hier. Ja. Überall gibt es hier so ein bisschen frisch gepressten Saft. Auch mal wieder cool. Ja. Ein kleines Restaurant hier. Hallo. Das sind so die schönen Seiten hier. Ja.
Und da hinten habt ihr so ein Fotoschild. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, da steht unterm Hafen auch nochmal. Für die, die da Bock drauf haben, sich in Ziele zu verewigen, einfach mal hingehen, Foto machen. Ja, jetzt gehen wir auf der anderen Seite vom Hafen. Und das hier muss irgendwie neu sein, das habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich den einen Tag durch den Moor mit drauf gekommen, dass du hier hinten langlaufen kannst. Das war vorher mal nicht zu. Ja, und die haben hier so einen geilen Ausblick. Ja, ich zeig das mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das hier ein Restaurant wird oder was hier mal hinkommt. Und hier seid ihr jetzt auf der Rückseite von Siede. Ja, und hier könnt ihr mal schön in die Bucht reingucken. Und da sieht man mal, wie weitläufig das ist. Ja, und jetzt sind wir hier wieder am Hafen. Hier liegen so ein bisschen die etwas teuren Boote, Fischerboote. Aber jetzt mal hier unten. Hier unten habt ihr keinen Sandstrand. Ja, und das ist dann mehr wieder Mauern und so weiter. Aber es ist richtig schön hier. Das haben wir noch nicht gesehen. Und ihr könnt hier, wenn ihr reinkommt in Siede, hier hinten langlaufen. Und es ist sehr ruhig. Ja, hier ist also nichts los. Und das war früher mal nicht so ein Hotel. Und irgendwie scheint es hier verkauft und umgebaut zu haben. So, das war mein kleines Video für heute. Ich zeige euch mal die Sonne nochmal, die jetzt endlich rausgekommen ist. Ja, so sieht das aus. Ja, und das war der kleine Rundgang in Siede. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich über ein Abo freuen oder ein Like. Und bleibt gesund. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Bericht.